verkacke, dass der beim nächsten Hook weg ist. Na ja, gut, Freddy. Martina. Klar, das ist natürlich, das wird zu krass, Leute. Wenn ihr einen Skillcheck verkackt und auch noch belohnt. Hey, Baby. Wie wäre es mit einem Drink? Dude sollte uns nicht hinterherlaufen. Verschwendet viel zu viel Zeit. Verschwendet viel zu viel Zeit. Martina, wie geht's dir denn? Du hast das sexy Teil an? Du meinst das neue Outfit von ihr? Das neue Outfit ist richtig schick, Leute. Gefällt mir enormst gut. Ja, mit Myers ist es so eine Sache. Mit Myers, Leute, ihr müsst den Stalk ziemlich schnell bekommen, wenn ihr gleich am Anfang erstmal 2 Minuten lang rumpimmelt, ohne Stalk zu bekommen. Schwierig. Er hat ein Grabsteinstück möglicherweise dabei. Wegen dem Hut. Ich finde das Outfit einfach schick, Jesse. Es gibt nur einen Hut. Das wisst ihr alle. Es gibt nur einen fucking Hut, Leute. Wirklich. Weezy Louise, wie geht's dir denn? 40 Perks werden bald noch bearbeitet. Dazu gehören alle Meta-Perks. Bin mega gespannt. Ja, Meta-Perks und dazu gehört DS nicht, Nicole. Pupkeks, was geht da bei dir? Kennst du schon das neue Outfit für Nea, was kommen soll? Und wie findest du es? Miss Illusion, ich hab's. Oh, oh. Vier Gens verloren, ein Hook. Ich weiß nicht, warum er so rumwackelt. Ein Bambusel-Myers. Crazy Shit. Was war das denn? Nadine, ich bin am Gen geblieben. Weil ich der Meinung bin, dass der Dude möglicherweise ein Grabsteinstück dabei hat. Und ich will nicht gemorit werden. Ja, er spielt es nicht richtig. Er wird jetzt hier am Haken... Oh, nicht den Stock geben am Hook, Leute. Ihr tradet so hart rein, wenn ihr den... Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Leute... Was? Ich hoffe, einer von euch hat Unbreakable dabei, Leute, wirklich. Heilige Scheiße, Leon rettet einfach den fucking Tag, oder? Strategische T-Bags. Holy fuck, Mann, was ist das für ein geiles Play gewesen? Leon, absolut sick von dir. Richtig, richtig stark. Wir brauchen den Jen da hinten. Haben die auch noch gepoppt? Dave ist in der Lobby? Holy schmoly, Dave ist in der Lobby, Leute. Richtig gut.
So, Leon kommt jetzt an den Haken. Wir könnten theoretisch hinten... Der Killer, der macht jetzt einen strategischen Fehler. Er hängt immer da hinten auf. Er will die ganze Zeit nur sein Tier 3. Kiva, danke für dein Follow. Jojo, ebenfalls. Holy schmoly, Mann. Das Geschrei von Dizzle, ich lieb's einfach. Ironic Hole, Mann. War alles geplant? So sieht's aus. Mann, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, ganz kurz, wirklich. Er wird sich nur den Stalk holen, Leute. Der Dude will einfach nur den Stalk hier. Heilige Scheiße. Lulu, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Strategische T-Bags, Silence. Wir wollen, dass der Killer zu uns committet, um das Game zu verlieren. Ja, das ist ein Noid-Killer und das hier wird Basement auch noch. Das ist nicht gut. Das ist sehr gut, weil... Der ist, Leute. So. Das hier kauft genug Zeit, Leute, für unser Team. Wieder strategische T-Bags. Was wir nämlich jetzt möchten... Der hat den Ausgang gerade selber aufgemacht, Jana, den direkt neben dem Haken, das ist korrekt. Ohne Blutwächter. Ich verstehe den Killer nicht. Ich verstehe nicht, was der Killer hier versucht, Leute. Weil wisst ihr, was das Problem ist? Was der Killer nicht so ganz zu realisieren scheint. Leon hier. Nicht. Wir warten. Jetzt. Das ist so gut, Mann. Das ist so gut. Diese fucking Plays einfach. Ein Träumchen. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Er kommt selber hoch. Ja. Wir schaffen es zeitlich nicht mehr, Noid wegzumachen. Wartet. Soulguard OP? Ja, Soulguard ist auf jeden Fall OP, Leute. Hello. Ich weiß nicht, was der Killer macht, aber das wird leider ein Haken. Ich wollte ihn noch sabotieren. Scheiße. Pandarius, Mann, was geht da bei dir? Der Killer kennt Soulguard nicht. Der haut die ganze Zeit rein, Leute. Der haut die ganze Zeit in Soulguard rein. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wer von euch ist Leon, Leute? Wer von euch ist fucking Leon? Jetzt wirft er seinen 1K weg. Den hat er schon lange weggeworfen, Raupi. Ich bin es, Snakebite, du kleines Stück elendige Scheiße.
Die Killer lieben dich, oder? Super! Holy schmoly. Wo haut er rein? Das bedeutet Seelenrose. Es gibt einen Perk. Mann, Snakebite, was für Plays, Mann. Mit was habe ich hier zu tun? Was ist das hier? Richtig stark gespielt von euch, wirklich. Sarah, super nice. Dave? Snakebite, absolut sexy. Meine fucking Fresse. Wir hatten unsere Momente, nicht nur ein, zwei. Das waren richtig, richtig schön viele. Und ein Insta-Heal auch noch. Du bist so räudig, das ist unfassbar. Also, es gibt einen Perk, Leute, der heißt Schmutz. Er heißt Seelenwächter. Dieser Perk, wenn ihr aufsteht, also wenn ihr auf dem Boden liegt und ihr steht auf, dann könnt ihr für 8 Sekunden könnt ihr einen Hit nehmen. Das ist ein kostenloser Hit, ihr werdet nicht down gehen. Und Snakebite hier hat den Perk erst getriggert, als der Killer in seiner Nähe war, damit der Killer ihn hittet. Das heißt, früh im Game hat der Killer eigentlich schon realisiert, dass Leon Seelenwächter hat. Und trotzdem hat er die ganze Zeit reingeschlagen. Jedes Mal, als er vom Boden aufgestanden ist. Absolut verrückt, Mann. Absolut verrückt. Heilige Scheiße. GG, wirklich mega gespielt. Absolut Dämonia, das war richtig sick, Mann. Ein richtig, richtig sickes Play hier.